Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing von The Irregular at Magic High School auf Blu-ray. Diese Blu-ray beinhaltet quasi das erste Volume dieser Anime-Serie. Und ich habe das mal so aufgestellt, weil es ansonsten umkippen würde. Also das hier ist schon die Innerei sozusagen. So, aber damit ihr auch mal die Rückseite seht. Uns das mal so an. Ja, und hier drauf, also auf der ersten Volume sind eben die Episoden 1 bis 7. Von insgesamt, glaube ich, 26. Das heißt, es gibt 4 Volumes in so einem wunderbar glänzenden Package. Und ja, also im aktuellen Blu-ray-Magazin haben wir das natürlich auch getestet auf einer Doppelseite. Und dafür habe ich mir das sehr intensiv angeschaut und also ich muss sagen, die Madhouse-Animationen, die sind mal wieder ausgesprochen genial. Also es ist nur schwer zu beschreiben, das muss man dann halt selber sehen. Und die Story, ja, die ist halt auch so ähnlich wie viele Fantasy-Stories, also es geht halt um ein Geschwisterpärchen, was an eine Magie-Hochschule kommt. Das spielt alles nach dem Dritten Weltkrieg, der eben auch mit sogenannter Magie ausgefochten wurde. Und da gibt es halt verschiedene Stände, also es ist wieder so ein altes Ständesystem aufgetaucht und da versuchen die sich halt so zu etablieren. Und er ist halt wahnsinnig talentiert, während seine Schwester eben auch geheime Fähigkeiten hat. Also sie kann das Wasser kontrollieren, er die Geschwindigkeit. Und ja, sie hüten aber auch noch weitere Geheimnisse und müssen sich da halt gegen hochnäsige Mitschüler erwehren. So, und das hier, das ist das Digibook. Das ist wie gesagt alles mit dieser glänzenden Folie veredelt, ja. Und es wirkt halt dadurch alles relativ metallisch und edel. So, und in diesem Package ist eben auch ein Booklet enthalten, ja, mit Skizzen und Hintergrundinformationen. So, und was die Serie eben auch, also was sehr markant an der Serie ist, ist eben das Geschwisterverhältnis zwischen den beiden. Also sie stehen sich sehr nah und es geht im Prinzip auch über die Geschwisterliebe hinaus. Und es gibt aber auch noch viele weitere weibliche Anwärter für den talentierten Hauptcharakter. Dabei handelt es sich aber auch keineswegs um ein Harem-Anime oder irgendwie sowas, was man eben auch aus vielen Animes kennt, wo es halt einen Jungen gibt, der mit ganz vielen Mädels zusammen wohnt und alle stehen total auf ihm. Also es ist auch nicht besonders witzig, also wie gesagt, dieser Fantasy-Aspekt. Und eben auch diese Revolution gegen das Ständesystem, das steht halt im Mittelpunkt dieses Animes. So. Und dann gibt es hier auch noch so einen Episodenguide. Da kann man eben sehen, was so. Also die Kurzfassung der ersten 7 Episoden kann man hier erkennen. Und ja, dann gibt es eben auch noch ein bisschen Werbung für Fullmetal Alchemist, was eben auch alles an Anime-Stoff bei KSM erscheint. Ja.
So, das war's jetzt von mir. Wie gesagt, das erste Volume ist bereits erhältlich und das zweite kommt im Juli auf Blu-ray heraus. Und ja, wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bis dann. Ciao, ciao.